Dienstbeginn für Nedat Mitewski. Der 38-jährige Bamberger war Flugbegleiter. In der Corona-Krise verlor er seinen Job. Jetzt schult er um zum Pflegefachmann. Vor 8 Monaten begann seine Ausbildung am Klinikum Nürnberg. Das Schönste ist, wenn dir jemand in die Augen guckt und lächelt und sagt Danke. Ich erlebe hier in den 8 Monaten, die ich jetzt schon da bin, habe ich ganz, ganz viele schreckliche Dinge erlebt, schreckliche Geschichten, aber auch schöne Geschichten. Aber jedes Mal kriegst du ein Lächeln von dem Patienten und gehst eigentlich mit einem guten Gefühl nach Hause. Nedat Mitewski wirbt jetzt sogar für die Pflegebranche. In einer aktuellen Kampagne des Bundesfamilienministeriums ist er eine der Hauptpersonen. Der Fachkräftemangel ist hoch, Schichtarbeit, starke psychische und physische Belastung. Konzepte für bessere Bezahlung sind erst in Planung. Die Bundesagentur für Arbeit hat im vergangenen Jahr rund 7.000 Umschulungen in die Pflege finanziell gefördert, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. So ein Arbeitsmarkt funktioniert dann gut, wenn Sie auf eine gemeldete Stelle auch mehrere Bewerberinnen und Bewerber haben, weil die an unterschiedlichen Orten wohnen, unterschiedlich mobil sind, unterschiedliche Arbeitszeiten haben. In der Pflege haben wir das Problem, dass wir auf jede gemeldete Stelle nicht mal eine Bewerberin oder einen Bewerber haben. Nedat Mitewski steht erst am Anfang seiner neuen Ausbildung. Er ist überzeugt, seinen Traumjob gefunden zu haben.